Beispiel, es ist ein Swiss Eishockey Day, ganz viele kleine Kinder sind da, die erst gerade angefangen haben, Hockey zu spielen. Wie hast du eigentlich angefangen, Hockey zu spielen? Wie bist du zu dem Sport gekommen? Das Klot habe ich angefangen, habe dort die unteren Stufen gemacht. Nachher bin ich dann hier auf Bülach gekommen, in die U17. Elite B habe ich da gespielt. Und immer wieder speziell, wenn man da ist. Gell, es ist eine offene Halle und ja, ein paar Sachen, die anders sind halt als in Kloten. Ja. Jedes Kind hat den Traum, zum Profi werden und ja, ich kann einfach nie aufgeben. Und auch wenn ich einmal zurückgerührt worden bin, eben mit Elite B oder irgendetwas, einfach Vollgas und ja, jetzt ist es aufgegangen. Ja. Kannst du etwas? Ja. Hallo, wie geht's? Ja, tipptopp, merci. Hoi! Was hast du? Ja, hast du schon das Goal geschossen? Also, bis nachher. Selbstvertrauen war top, da zu spielen. Ich glaube, das Klot habe ich nicht so viel gespielt am Anfang. Und dann kommst du da und dann spielst du alles. Und du machst Goal, machst ein paar Assist und dann hast du auch viel mehr Freude halt so zum Spielen. Und dort ist nachher gut gelaufen und dann haben sie mich zurückgeholt und dann hast du das mitnehmen in Kloten nachher, um dort zu performen. Hoi! Hoi! Wie geht's? Gut. Bist du ready? Ja. Gut? Spielst du da? Ja. In Bülach? Ja. Wo? Du 11. Du 11? Ja. Cool. Sind die gut? Geht so. Geht so? Wir haben noch keine fixe Positionen. Ja. Und was gefällt dir am besten? Stürmer. Gehen wir rauf? Okay. Jetzt geht's. Hast du schon mal da unten gesehen, den Garderobe? Ja. Ja, schon ein paar Mal. Wo mein Vater noch Spieler war. Ah ja, der hat auch da gespielt? Ja. Was machen wir? Da ein hat es einfach verschiedene Pösten? Man kann eigentlich einfach auf Goal schiessen. Überall kann man auf Goal schiessen? Ja, und da matchen nicht die Schiessen. Ja. Also ich kann eigentlich richtig früh anfangen, mit so zweieinhalb. Also, ja, ich war eigentlich ab. Und dann hast du hier in Bülach angefangen, Hockey spielen? Ja, ich bin zuerst in die Hockeyschuhe, nachher bin ich aufs Kloten und jetzt bin ich wieder da. Wer ist denn dein Vorbild eigentlich im Hockey? Mein Vater. Wer zuerst Latte trifft. Also, aber aufpassen, nicht zu hoch, gell? Oh, das war knapp. Jetzt komm, schiess einmal. Ah, oh, fast, schön. Jetzt haben wir Glück gehabt. Schnell! Nein! Hishi, ah, ist auch da. Hey, 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 hey! Der hat uns den Pack geklaut. Magst du nicht mehr? Komm jetzt. Hey? Ich muss ja nachher noch Skater-Ton machen. Oh, ja, dann darfst du nicht zu viel Kraft verbrauchen jetzt. Du musst mir Kraft geben und ich du gerade so ziehen und dann schiessen. Gerade direkt Schuss? Ja. Also komm, also ich gebe dir Pass und du schiessest gerade. Bist du ready? Nein, ja, fast. Nochmal, komm. Jetzt machen wir ihn. Yeah, schön. Ja, bist du ready? Oh, scharf! Goal, schön! Kannst du einmal probieren? Soll ich einmal? Ja, ich spiele dir den Pass. Gibst du mir einen Pass? Hey! Bist du auch schon mal im Goal gewesen? Ja, schon viel. Aber jetzt nicht mehr? Nein, jetzt hätte ich kein Goal mehr. Willst du kein Goal mehr sehen? Aber ich gehe sonst mit Simone, okay, Spaß und so. Ja, es macht mega Freude mit den kleinen Kindern hier. Die haben auch einen riesen Applaus hier. Ein bisschen Kapsel einfach, ist lustig. Was glaubst du, hast du im nächsten Schulstuhl irgendwo gesehen oder was? Ja, schwierig. Schwierig. So schwierig? Ja, die sind alle besser als ich, schon jetzt, gell? Da musst du nicht mit dem Schulstuhl nicht vergleichen. Ist cool gewesen? Ja. Magst du jetzt noch? Ja.
Ja. Jetzt machst du noch Pause, bevor du Skate hat. Ich kann nicht so. Ich mache jetzt auch noch kurz eine Pause und trinken und etwas essen. Musst du noch etwas essen? Ja, und trinke einfach jetzt noch etwas. Ja, einfach noch mal richtig Kraft tanken für nachher, gell? Also, cool gewesen. Mach's gut. Schiess ist viel Gold noch, gell? Ja. Schön.